Herzlich willkommen, ich fühle mich wie zu Hause. LoRaWAN soll das Thema sein. Wir haben uns selber mehr oder weniger durch Zufall mal angeschaut, wie LoRaWAN funktioniert. Und zwar haben wir, also der Lehrstuhl, für den ich arbeite, ist dafür bekannt, dass wir uns öfter mit Toiletten und den dort aufzeichnbaren Sensorwerten beschäftigen. Und wir hatten da mal ein ganz akutes olfaktorisches Problem und haben mal überlegt, wie wir die Daten aus den Örtlichkeiten zu irgendeinem Server im Internet bekommen. Und dann ist uns da LoRaWAN mehr oder weniger vor die Hände gefallen. LoRaWAN als Technik, um IoT-Geräte an ein Netzwerk anzubinden, ans Internet anzubinden. Die Geräte sind auf Stromsparen optimiert. Das mobile Gerät kann zum Beispiel sehr selten aktiviert werden. Wenn es dann sendet es auch nicht mit einem Sendeverfahren, wo sehr viel Strom verbraucht wird. Also es ist durchaus möglich, mit irgendeiner Lithium-Knopfzelle so ein Gerät 2 Jahre im Standby zu halten und dann alle Woche mal irgendwo aufwachen zu lassen, wenn irgendwas anfällt. Hohe Reichweite ist ein weiteres Kriterium, was dabei eine Rolle gespielt hat. Also LoRaWAN soll im Stadtbereich typischerweise bis 10 Kilometer erreichen. Das ist so ein bisschen ein Mythos, kommt auf der nächsten Folie gleich. Aber wie gesagt, Reichweite war ein Thema. Es sollte auch in Gebäuden funktionieren. Deswegen auch da die Optimierung hin zu Frequenzen, die beispielsweise leicht durch Beton hindurchkommen. Billig? Ja, ich habe hier so ein Modul, das kostet, wenn man es bei den üblichen chinesischen Versendern bestellt, unter 30 US-Dollar. Das ist ein Bastelmodul, das hat ein Display drauf, ein OLED-Display drauf. Wenn man das alles noch weglässt, ist man irgendwie bei 15 Dollar für ein Bastelmodul. Und wenn man das dann irgendwo in ein Produkt einbaut, dürfte man wahrscheinlich noch mal einen Faktor 3 drunter sein, irgendwie bei 5, 6 Dollar liegen, um diese Geräte dann benutzen zu können. Alternativen gibt es auch zu LoRaWAN. Ihr kennt vielleicht alle Narrowband IoT oder LTE M für Geräte, die alle Woche auch mal aufwachen und dann das LTE-Band benutzen, also die von den Telekom-Providern aufgebauten Netze entsprechend für kleine Aussendungen im Bereich einiger Bytes verwenden. Und es gibt inzwischen dann auch da entsprechende Tarife, also dass man eine SIM-Karte hat, die 10 Jahre gültig ist, 500 MB vorrätig hat und weiß nicht, was hier in Europa kostet, 10 Dollar, 10 Euro, dann entsprechend eine Möglichkeit wäre. Also das wären Alternativen. LoRaWAN hat den Charme, dass es halt nichts kostet nachher im Betrieb. Man nutzt dann einfach ein lizenzierungsfreies Band. Reichweite, es gibt ein Projekt von The Things Network, da sage ich nachher noch was dazu. The Things Network bietet an, dass man auf allen Knoten, die man irgendwo mobil laufen lässt, die GPS-Empfänger drin haben, eine Software installiert, die gleichzeitig zu den Nutzdaten noch die Position mitsendet. Und wenn man das dann aufzeichnet, kann man sich im Internet sehr gut anschauen, wie so die einzelnen Basisstationen, welche Reichweite sie haben oder welche Empfangsreichweite sie letztendlich haben. Die mobilen Geräte werden von allen umliegenden Basisstationen empfangen und dann kann man halt schauen, bis wie viel Kilometer das noch gut funktioniert. Die Angaben, dass es irgendwie 30, 50 Kilometer sind, die sind sicherlich wahr, aber das dürfte nicht irgendwo im tatsächlichen Wirkbetrieb sein. Das dürfte irgendwo in einem Prototyp sein, wo man irgendwo mit optimalen Bedingungen flaches Feld über Meeresoberfläche mit optimierten Antennen dann arbeitet, dann kommt man sicherlich auch so weit, ohne da jetzt irgendwo die Grenzen der erlaubten Signalstärke, Feldstärke, dann also Sendeleistung zu überschreiten. In Städten typischerweise 2 Kilometer, hängt natürlich auch von der Bebauung ab und ob man aus dem Gebäude Kern heraus senden will oder ob man irgendwie von der Peripherie, von der Fensterbank aus sendet. Aber so 2 Kilometer sind da durchaus auch erreichbar. Wir haben da auch eigene Erfahrung, sage ich auch nachher noch mal ein bisschen was dazu. LoRaWAN benutzt einen Physical Layer, der nennt sich LoRa, Long Range einfach. Das ist eine Chirp Modulation. Das ist, glaube ich, ganz kurz
mal erklärt. Es geht eigentlich darum, oder es funktioniert so, dass man entweder eine aufsteigende oder eine abfallende Frequenz sendet und auf die Art und Weise ja, ist man sehr robust, sehr unanfällig gegen Doppler-Effekte in bewegten Geräten. Deswegen hat man sich da auch für entschieden. Und diese Modulation ist auch, was das notwendige Signal-Rausch-Verhältnis angeht, sehr, sehr robust und kann mit sehr niedrigen oder mit einem sehr niedrigen Signal-Rausch-Verhältnis noch brauchbare Ergebnisse, brauchbare Reichweite liefern. Also tatsächlich unter dem thermischen Rauschen reicht es aufgrund des Modulationsverfahrens. Da kommt man dann auf einen Signal-Rausch-Abstand, der irgendwo ja, bei, ich habe es jetzt nicht im Kopf, minus 20 dBm oder minus 20 dB dann ist an der Stelle. Also extrem niedrige, mit einem extrem niedrigen Signal-Rausch-Verhältnis auskommt. Das Verfahren ist patentiert und nicht öffentlich. Es gibt einige, die haben es reverse-engineert, deswegen weiß man ungefähr, wie es funktioniert. Es gibt einen Hersteller, die Firma Semtec Corporation, die sitzt in Südfrankreich irgendwo. Die stellt mehr oder weniger exklusiv sämtliche ICs her, die man dafür braucht. Das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn man so irgendwo an Community-Projekte denkt, wenn man irgendwo komplett alles offen gestalten will, dann legt man sich bei LoRa, in dem Fall auch bei LoRaWAN, entsprechend auf diesen Hersteller fest und auf das geschlossene Verfahren und kann es nicht dann einfach mit anderen Herstellern ersetzen, wenn es dann mal hart auf hart kommen sollte. Nichtsdestotrotz gibt es sehr viele Anbieter, die LoRaWAN einsetzen. LoRaWAN wird von einigen Telekom-Unternehmen inzwischen landesweit ausgebracht. Ich glaube, in der Schweiz gibt es ein Netzwerk, was fast die gesamte bewohnte Schweiz abdeckt. Es gibt darüber hinaus einige Community-Netze und eines der größten ist The Things Network, hatte ich vorhin schon erwähnt. Die stellen die Infrastruktur zur Verfügung. Man kann sich dort einfach registrieren, einfach mitmachen, sein eigenes Gateway aufbauen, seine eigenen Anwendungen dort quasi anbinden und The Things Network kümmert sich dann um die Infrastruktur hinten dran. Auch dazu sage ich nachher noch ein bisschen mehr, weil es ja eigentlich in dem Vortrag um Sicherheit geht und nicht um das technische Verfahren, aber wir gucken uns einfach mal das Verfahren zuerst an, um uns dann über die Sicherheit Gedanken zu machen. Was sind typische Anwendungen? Ja, ich sage mal Anwendungen, die vielleicht maximal die Datenschutzrechte dieser Miezekatze hier betreffen, also nicht unbedingt sicherheitsrelevant sind, aber typisch so Smart Cities, alles von Katzenorten bis Auto wiederfinden, Parkplätze finden, lässt sich darüber realisieren, überall da, wo man Sensordaten übermitteln will. Diese Katze hier ist wohl offensichtlich ein Freigänger und hin und wieder mal abgängig und deswegen hat der Besitzer vielleicht ein Interesse daran, sie regelmäßig zu orten. Smart Home Anwendungen, dort herrschen ja einige Protokolle. Philips Huey verwendet irgendwie Zigbee Lighting. Andere Hersteller verwenden Z-Wave zum Beispiel, um nur zwei zu nennen. Die lassen sich mit LoRaWAN entsprechend auch abdecken. Ich habe dann da noch den Vorteil, dass ich mit LoRaWAN extrem viel größere Reichweiten erreichen kann als mit einem Z-Wave, wo ich quasi 20 Meter Indoor irgendwo erreiche, 50 Meter Indoor erreiche. Das ließe sich dann auch entsprechend abdecken. Landwirtschaft, da irgendwelche Traktoren zu orten oder irgendwelche Messergebnisse vom Feld übermitteln. Auch da ist LoRaWAN hervorragend geeignet. Allgemein überwachen, Tracker, alles was irgendwo Sensordaten überträgt. Es gibt eine ganze Reihe von Developer Boards, die man einsetzen kann. Hier ist so ein bisschen das Experiment von vorhin. Das ist ein Analog-Digital-Wandler in der Mitte, der noch ein bisschen höher auflöst als der AD-Wandler, der auf dem Board da links zu sehen ist. Rechts ein Sensor, der verschiedene Kohlenwasserstoffverbindungen detektiert, abhängig von deren Konzentration eine Spannung abgibt und die dann halt gemessen werden kann mit dem AD-Wandler und per LoRaWAN zu einem Dienst übertragen wird, einfach so ein Prototyp auf einem Brettboard zusammengesteckt. Diese Developer-Boards, sind weit verbreitet. Die ich mir angeschaut habe, die ließen sich alle mit der
IDE entwickeln oder beschicken und haben dann recht schnell auch für ungeübte Leute wie mich zu einem brauchbaren Ergebnis geführt, was dann tatsächlich gefunkt hat. Und innerhalb von ein, zwei Tagen hat man dann irgendwie eine funktionierende Anwendung und kann da sich dann was überlegen. Also die Startup-Szene, die Community-Szene in dem Bereich dürfte da auch von profitieren. Die Frequenz ist per Allgemeinzuteilung zugeteilt. In Europa ist 868 MHz verwendet, in Nordamerika 915 MHz. Das sind Frequenzen, die noch relativ gut in Gebäuden funktionieren. Es gibt auch die Möglichkeit, 433 MHz zu verwenden. Also da muss man erstmal nichts bezahlen, muss nichts anmelden. Man nimmt das Ding einfach in Betrieb, darf die maximale Sendeleistung von, ich glaube, 100 oder minus 100 dBm, 100 dBm nicht überschreiten. Also Quatsch, 20 dBm nicht überschreiten, 100 Milliwatt nicht überschreiten und dann darf man da alles senden. Verschiedene Frequenzen sind lizenziert. Gut, bis jetzt haben wir noch nichts, was sicherheitsrelevant ist, außer irgendjemand interessiert wirklich die Ammoniakkonzentration in irgendwelchen Orten, aber da ist noch keine Sicherheitsrelevanz zu erkennen. Deswegen nochmal eine andere Anwendung, insbesondere dann, wenn es irgendwo um personenbezogene Daten gibt, Gesundheitsdaten gibt oder wenn es darum geht, sogar Aktuatoren zu steuern, sprich Heizungen an- und auszuschalten, Klimaanlagen an- und auszuschalten, dann sieht man leicht, dass es dann sicherheitsrelevant wird. In dem Fall hier noch nicht funktionsfähig, aber schon die Geräte zusammen, ein Sensor, der so unter der Haut steckt bei der jungen Dame, die hat offensichtlich Diabetes und dieser Sensor lässt sich mit so einem NFC-Auslesegerät abfragen und man kann dann sehr genau, minutenweise sozusagen, die Glukosekonzentration im Blut bestimmen. Da gibt es auch eine Handy-App dafür, das ist wie gesagt normales NFC, wie auch das Handy, wie es auch das Handy spricht. Und es gibt dafür natürlich auch auf dem Prototypen Bordmarkt entsprechende Auslesegeräte hier in dem Bildchen zu sehen, so ein NFC-Lesegerät, der dann entsprechend an das LoRaWAN-Gerät angeschlossen werden soll und dann für den Diabetiker quasi alle 5 Minuten, alle 10 Minuten den Glukosewert zu einem zentralen Server schickt, um dann irgendwelche Langzeitauswertungen zu machen. Insbesondere auch, um dann irgendwo Live-Daten zu haben und irgendwie zum Beispiel warnen zu können, wenn da der Glukosegehalt unter einem bestimmten Wert gefallen ist. Oder schon mal die Verwandten zu informieren, jetzt Opa bitte mal einen Orangensaft reichen oder sowas dann entsprechend. Also hier sieht man, dass die Sicherheit natürlich relevant ist. Muss man mal schauen, wie es da aussieht. Ein Funkverfahren natürlich immer leicht angreifbar. The Things Network hatte ich schon gesagt. Englischsprachig. Ist weltweit verbreitet. Es gibt jede Menge Gateways. Auch in Rostock haben wir inzwischen einige, wenige, die noch nicht stadtweit funktionieren. Aber ich sag mal, mit etwas Geduld werden wir das wahrscheinlich auch bis Frühjahr nächsten Jahres erleben, dass wir dann auch in Rostock überall verfügbar Gateways haben, sodass man überall in Rostock mobile Geräte benutzen und betreiben kann. Wie sieht die Architektur aus? The Things Network, hatte ich schon gesagt, stellt so die Infrastruktur im Hintergrund zur Verfügung. Die mobilen Geräte werden von Gateways bedient. Gateways sind einfach Funkempfänger, Sender, die man aufstellt, die sich mit einem sogenannten Network-Server bei The Things Network verbinden. Die Gateways werden von Community-Mitgliedern betrieben. Also wenn ihr wollt, müsst ihr euch ein entsprechendes Gerät kaufen, könnt dort mitmachen. Im Gegensatz zu den Developer-Boards für die mobilen Geräte sind die Radio-Gateways etwas teurer. Die müssen zum Beispiel 8 parallele Kanäle übertragen können. Da ist man dann irgendwo bei einer Selbstbaulösung mit einem typischen Raspberry Pi und einem Modul bei etwa 200, 300 Euro dabei mit einem wasserdichten Gehäuse, einer vernünftigen Antenne. Und das sieht dann zum Beispiel so aus wie hier auf der linken Seite. Da hast du eine kleine Antenne da oben drauf für die 868 MHz eben gedacht und der Kasten dazwischen, da ist ein Raspberry drin mit dem entsprechenden Modul. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn da jeder so ein Gateway aufstellen kann, kann da auch jeder mitlesen? Ja, das ist so. The Things Network verwendet einen gemeinsamen Key. Dort können wirklich alle, die das Gateway aufstellen, auch mitlesen, welche
Telegramme dort weitergeschickt werden. Das ist natürlich auch die Frage, wie werden die Telegramme intern abgesichert? Muss man sich dann auch selber drum kümmern auf Application-Layer-Ebene, indem ich sage, ich programmiere selber meinen Verschlüsselungsalgorithmus, oder kann ich mich darauf verlassen, dass das, was LoRaWAN zur Verfügung stellt, dann an der Stelle ausreicht? Das haben wir uns, wie gesagt, mal angeguckt. Die Spezifikation ist ein bisschen schwer verdaulich und sehr länglich auch, wie so üblich. Und die mal auseinanderzunehmen, war eine Idee, was wir hier gemacht haben. Und haben uns das genauer mal angeschaut. Ich will, bevor ich da zu den Einzelheiten komme, noch mal ein bisschen eine Drohkulisse aufbauen. Wenn wir von 10 Kilometer Reichweite sprechen und unsere mobilen Geräte dann irgendwo mit einem Abstand von bis zu 10 Kilometern um die Station herumstehen, dann haben wir, jetzt ist es mal für Montreal ausgerechnet, wo ich auf einer Tagung war, haben wir bei an die 122 Quadratkilometer, die in dem Bereich, also in der Mitte in dieser Linse liegen, wo beide Stationen empfangbar sein sollten, da haben wir dort 474.000 People, wenn man jetzt annimmt, dass 1% davon böse sind, dann ist das schon eine ganz schön beachtliche Zahl. Und wenn man von diesen 1% immer noch annimmt, dass 1% in der Lage ist, LoRaWAN zu empfangen und zu senden und das auch möchte, dann bleiben schon ein paar Leute übrig, die da irgendwie auf dumme Gedanken kommen. 4,7, oder? Wenn man Sender und Empfänger noch näher zusammenbringt, dann kommt man auf 1,2 Millionen Leute, jetzt für Montreal gerechnet. Das ist eine große kanadische Stadt und mit hoher Bevölkerungsdichte. Ich weiß nicht, Mecklenburg-Vorpommern müsste man, glaube ich, 100 Kilometer weit senden, um 1,2 Millionen Leute insgesamt das ganze Bundesland zu erreichen. Also im städtischen Umfeld natürlich. Also das soll jetzt nicht die Schlussfolgerung erlauben, Mecklenburg-Vorpommern ist ein sicheres Land, was Funktechnologie angeht, weil wir einfach so dünn besiedelt sind. Wie sieht's aus? Wir haben ein Referenzmodell für Geräte, in dem Fall ist mal das vollständigste Referenzmodell für das Netzwerk angegeben. Das heißt, das Modell, wo sich das mobile Gerät auch bei fremden Radio-Gateways, bei fremden Network-Servern anmeldet. Wie man hier sehen sollte, haben wir unten links das Endgerät, also unser Glukosesensor, der dann irgendwo mobil unterwegs ist, am Beispiel über das Radio-Gateway, sprich den Funkempfänger, den nette Enthusiasten bereitstellen, ist der mit dem Network-Server verbunden. Der Network-Server dort rechte Seite Mitte verbindet sich selber, oder über den wird, der ist mit dem Internet verbunden, über den wird der Application-Server erreicht. Der Home-Network-Server ist der nochmal für das eigentliche Gerät wichtige, der ist der Serving-Network-Server, der dann in zweiter Reihe steht. Der leitet die Telegramme, die dann ankommen, an den Home-Network-Server weiter, und der kann sie dann auch verstehen, der kann sie entschlüsseln und der kann sie dann an den richtigen Application-Server weiterleiten. Was ist dann unter meiner Kontrolle? Unter meiner Kontrolle als Betreiber dieser Anwendung ist dann der Application-Server, den betreibe ich im Internet, den registriere ich bei the Things Network, der bekommt dann, entweder HTTP-Requests kann man einstellen oder MQTT oder irgendein anderes brauchbares Protokoll. Da bekommt dann die Nutzdaten, die ich mobil sende, direkt zugeschickt und wird dann entsprechend aktiviert. Also das dürfte irgendwie ein Cloud-System sein, wo denn die Daten nachher landen. Das Endgerät selber habe ich natürlich auch unter Kontrolle. Das kaufe ich mir, das nehme ich in Betrieb, da programmiere ich drauf, da schreibe ich die Schlüssel rein. Und alles, was dazwischen ist, ist nicht mehr unter meiner Kontrolle. Funk sowieso nicht, aber auch die Infrastruktur, die gehört nicht mir, die gehört The Things Network, beziehungsweise dort auch denjenigen, die mitmachen. Das heißt nicht, dass man das nicht auch selber kann. Wenn man jetzt sagt, ich habe ein beschränktes Gebiet, ich möchte nur Rostock versorgen, dann kann ich mir auch so einen Network-Server selber hinstellen. Das verliert dann allerdings ein bisschen den Charme, dass ich mit meinem mobilen Gerät halt auch in Lübeck, in Schwerin oder in anderen erschlossenen Gebieten dann irgendwo Funkkontakt haben kann. Also jetzt mit dem mobilen Gerät und der Frequenz, das ist halt auf 868 MHz festgelegt, könnte ich jetzt europaweit, da wo Empfang ist, Kontakt zu meinem Application-Server bekommen. Also das ist für so eine Anwendung zum Beispiel im Auto durchaus ausreichend, da
ja, bin ich ja selten irgendwo außerhalb Europas unterwegs. Und wenn doch, dann muss ich halt eine andere Frequenz umschalten, muss das irgendwie erfahren, dass ich dann auf eine andere Frequenz gehen muss. Schauen wir mal in die Kryptographie hinein. Also man sieht hier leicht, Ende zu Ende müsste ich zwischen Endgerät und Application Server verschlüsseln. Muss natürlich auch authentisieren an der Stelle. Genau das ist bei LoRaWAN in der Spezifikation 1.1, also in der neueren Version, festgelegt und spezifiziert. In der älteren Version gab es nur ein Key. Jetzt gibt es in 1.1 zwei Keys. Einmal den App-Key, ganz oben rechts zu erkennen. Der wird letztendlich verwendet, um mithilfe daraus abgeleiteter Session-Keys symmetrisch Ende zu Ende zu verschlüsseln. Den kennt also nur mein Application-Server und mein mobiles Gerät. Wobei mobiles Gerät, mein Gerät, eventuell kommt das auch in fremde Hände, müssen wir nachher auch nochmal gucken, ob man da vielleicht den Key vielleicht irgendwie rausbekommt. Der ist ja darin gespeichert. Wäre noch zu überlegen, ob da vielleicht irgendwie eine Sicherheitslücke entsteht. Der Network Key, der wird verwendet, um zwischen dem mobilen Gerät und dem Network Server auch zu authentisieren und zu verschlüsseln. Aus diesen beiden Keys, die da ganz oben zu sehen sind, werden jeweils Session Keys abgeleitet. Jeweils abgeleitet heißt, es wird der Krypto-Algorithmus verwendet, symmetrisch 128 Bit, bisher nicht geknackt, soweit bekannt ist, soweit publiziert ist, muss man sagen. 2001, glaube ich, standardisiert worden, gilt als noch sicher. Der lässt sich in verschiedenen Arbeitsmodi betreiben, zum Beispiel im CMAC-Modus, wenn ich eine Authentisierung machen möchte. Ein ECB-Modus, das ist ein einfacher Krypto-Modus. Was haben wir noch? Den CMAC-Modus, nee, den hatten wir schon. ECB, CCM-Modus, der dann auch für die tatsächliche Verschlüsselung der Nutzdaten verwendet wird. Also drei Modi, wo jeweils AES irgendwo in der Mitte drin steckt, als Blockschlüsselverfahren. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es gab beim letzten Mal die Frage, könnt ihr auch was zu den Krypto-Algorithmen sagen, die da verwendet werden? Ich habe die einfach mal nicht selber aufgemalt, sondern das Krypto-Verfahren einfach mal zusammengesucht. AES Working Modes, also in welchen Modi der arbeitet. ECB steht für Electronic Codebook. Das heißt, jede Nachricht wird einfach mit dem Key und dem AES-Verfahren quasi roh in Rohform verschlüsselt. Es kommen keine Nonces dazu, keine Informationen, die sich regelmäßig ändern. Jeder Plaintext wird für sich genommen, mit dem Key verschlüsselt und es kommt ein Ciphertext hinaus. Das heißt, die Nachricht wird in Blöcke zerhackt, die entsprechend vom AES-Algorithmus verarbeitet werden können. Wenn ich zweimal einen identischen Block habe, kommt auch zweimal ein identischer Ciphertext am Ende heraus und erlaubt dann auch schon einige Rückschlüsse eventuell auf den Plaintext, wenn dann mehrfach der gleiche Ciphertext vorkommt. Also es ist ein sehr, sehr einfacher Modus. Zu AES selber sage ich jetzt mal nichts, dann müssten wir nochmal eine eigene Session machen. Das würde, glaube ich, sehr, sehr weit gehen, da die Permutationen am Anfang, die S-Boxen zwischendurch, Diffusion, Konfusion, die da geschaffen werden, irgendwo nochmal genauer zu erläutern. Okay, ECB sollte nur verwendet werden, wenn einzelne Blöcke, die nur einmal verschlüsselt werden und nur einmal übertragen werden, auftauchen. Wenn immer wieder das gleiche übertragen wird, könnte ich sonst Rückschlüsse ziehen. Okay, Blutzuckerwert ist heute wieder so und so, weil jedes Mal der gleiche Ciphertext gesendet wird. Müsste man entsprechend schauen. Der nächste Arbeitsmodus nennt sich CBC, Cipher Blockchain. Ich habe jeweils eine Rückkopplung, das heißt, aus dem davorhergehenden Block Plaintext wird das Ergebnis genommen und das Ergebnis wird zusätzlich zum Plaintext oder fließt zusätzlich zum nächsten Block vom Plaintext mit in die Verschlüsselung hinein. Wird zum Beispiel XOR verknüpft und auf die Art und Weise habe ich halt, wenn ich 10-mal den gleichen Plaintext oben hinein
packe, 10-mal unterschiedliche Werte, die dort am Ende rauskommen. Und außerdem kann ich sicherstellen, dass keiner dieser 10 Werte irgendwo manipuliert wurde, weil ich halt immer die Rückkopplung habe. Der Key fließt jeweils in Block Cipher hinein und dann wird ein Initialisierungsvektor verwendet. Der muss jetzt allerdings jedes Mal ein anderer sein. Und da kommt jetzt der Join-Server zum Beispiel zum Einsatz. Den hatte ich nicht erwähnt, der war auf der Folie zu sehen. Das war auch noch ein Gerät, was auf der rechten Seite vorhanden war, dessen einzige Aufgabe ist es, ja, irgendwelche Nonces zu erzeugen. Der nächste Arbeitsmode heißt Counter-Clock, Counter-CCM-Counter-Clock-Mode, glaube ich. Dabei wird ein Counter verwendet, der hochgezählt wird für jedes Stück Plaintext, der verarbeitet werden soll. Es kommt ein Nonce zum Einsatz, der für jede Kommunikation neu vergeben werden muss. Der Key fließt hier rein und der Plaintext kommt hier erst zum Schluss dazu und wird quasi per XOR dann mit dem temporären Schlüssel, der hier aus dem Block-Cipher herauskommt, verschlüsselt und dann kommt der Cipher-Text dort entsprechend raus. Gut, so viel also erstmal zu den grundlegenden Modus, die dort verwendet werden. Zum Modus davor, der Initialisierungsvektor, wie groß ist der meistens? Also wird das zufällig generiert dann wahrscheinlich? Habe ich nicht im Kopf, wie groß der jetzt ist. Bei den Nonces weiß ich, dass die so groß sein sollen, dass sie sich niemals wiederholen in der Lebensdauer des Gerätes. Wie groß hier der Initialization-Vektor ist, muss ich auch im Standard nachlesen, habe ich nicht im Kopf. Okay, die verschiedenen kryptografischen Verfahren werden hier entsprechend verwendet. Ich habe hier mal die Kommunikation für ein einfaches Data-Frame angemalt. Wie gesagt, im Standard alles sehr schwer verdaulich. Das Bildchen hier macht es dann vielleicht ein bisschen einfacher, das zu sehen. Ich habe das Endgerät, den Network-Server, dazwischen wird kommuniziert über das Radio-Gateway und vom Network-Server geht es dann zum Application-Server und dann gibt es noch den Join-Server. Der spielt für Data-Frames jetzt überhaupt keine Rolle, der ist einfach nur für das Join, das ist der Prozess, bei dem das Endgerät im Netzwerk registriert wird, sozusagen wichtig. Der spielt jetzt für das Dataframe, was anschließend dann erst kommen würde, keine Rolle. Also Dataframes werden Ende zu Ende zwischen Enddevice und Application Server verschlüsselt. Es wird ein Message Integrity Check berechnet, also diese MIG wird berechnet, die wird aus einem Session Key berechnet, der wiederum auf dem Network Key basiert, also alles mehrstufig. Dann wird eine Geräteadresse gesendet, ein Counter wird gesendet an den Network Server. Und dann wird die Payload-Dat extrahiert und zum Application Server geschickt. Und wie gesagt, Ende zu Ende verschlüsselt mit IS-128. Der Application Server sollte dann diesen Pre-Shared Key ebenso wissen und das dann entsprechend entschlüsseln können. Zurück, die Nachrichten, die im Downlink vorhanden sind, die werden entsprechend verschlüsselt mit dem Application Session Key, der direkt aus dem Application Key abgeleitet wird und sind dann auf dem Radio-Interface dann auch nochmal mit einer Prüfsumme versehen, also mit einer kryptografisch sicheren Prüfsumme, mit so einem Message Integrity Check Feld versehen und der wird aus dem Network Session, frag mich nicht mehr, was das Int heißt, ich habe es vergessen, entsprechend mit dem Key signiert sozusagen und dieser Key ist auch direkt aus dem Network Key abgeleitet. Ich kann nochmal zurückgehen auf die Folie, wo die ganzen Key-Ableitungen drauf standen. Die ist halt direkt aus dem Standard und da kann man nachgucken, wie die alle zustande kommen. Gut, also das ist jetzt hier die einfache Datenkommunikation. Wir haben da jetzt nichts gesehen, was irgendwie nach unsicher aussah. Also da die Vorbedingungen, die halt für die IS-Modes notwendig sind, die sind, glaube ich, alle eingehalten worden, dass halt keine Initialisierungsvektoren sich doppeln, dass Replay-Attacken nicht funktionieren und so weiter.
haben wir nichts gesehen, was jetzt ist. Kann natürlich, bedeutet nicht, dass es sicher ist, heißt nur, dass wir schlecht geguckt haben. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass es erstmal ausreichend ist. Join Message hatte ich eben schon erwähnt. Der Handshake findet hier zwischen dem Endgerät, dem Network Server statt, unter Zuhilfenahme des Join Servers, dessen einzige Aufgabe ist, so einen Join Non zu erzeugen. Und der soll einfach gerätespezifisch eindeutig sein und sich niemals wiederholen. Das ist die einzige Bedingung, die dort notwendig ist. Und der Join Server ist halt für ein Gerät zuständig. Merkt sich das. Ignoriert auch 10-mal die gleiche Anfrage, wenn die hintereinander kommen, solange das Gerät nicht eine neue Anfrage stellt, wird immer wieder der gleiche Join-Nonce zurückgesendet, den das Gerät aber schon kennen sollte. Also es ist für den Angreifer dann auch entsprechend unmöglich, dort hineinzukommen. Denial of Service wäre möglich. Man könnte jetzt einfach versuchen, den Join-Server dazu zu bringen, den Vorrat der verfügbaren Join-Nonces zu verbrauchen. Dann musste man theoretisch das Gerät wegschmeißen oder entsprechend neu initialisieren mit neuen Keys, gerätespezifisch das Gerät dann neu flashen sozusagen. Wobei bei Funkverfahren typischerweise die Denial-of-Service-Angriffe nicht, die auf Kryptographie basieren, nicht so relevant sind. Man kann einfach das Funkverfahren stören, indem man breitbandig dann irgendwelche Störsignale rausschickt. Und das ist also eigentlich immer viel einfacher. Aber gut, wenn wir jetzt unterm Rauschniveau sind, dann sieht man ja es vielleicht gar nicht. Also, aber dann entsprechend ins LoRaWAN-Netz hineinzukommen, um den Join-Server zum Überlauf oder zum Verbrauch aller Join-Nonces zu bringen, ist, glaube ich, schon. Es ist eher ein theoretischer Ansatz, sage ich jetzt mal. Genau, das Endgerät berechnet dann die Schlüssel, die vorhin schon erwähnt wurden bei den Datentelegrammen. Auch hier haben wir wieder eine Verschlüsselung mit Network Key und eine Integritätssicherung, die über den Daten hinaus weitergehen. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass auch irgendwelche Netzwerkparameter im Bereich nach dem Join hier übertragen werden, welche Frequenzen, welche Senderaten, also Datenraten verwendet werden sollen, das wird dem Gerät dann auch entsprechend mitgeteilt. Wenn das Gerät möchte, kann es ein Rejoin schicken. Jetzt natürlich nicht so ein Gerät, was alle 10 Jahre mal ein Paket schickt. Das wird jetzt nicht nach 10 Jahren aufwachen und sagen, ach, ich mache erstmal ein Rejoin, verbraucht die Hälfte der Energie, die es hat, aber das Gerät kann einen Rejoin-Request schicken und bekommt dann halt neue Keys zugesendet und ist wie ausgeschaltet wieder eingeschaltet und nimmt dann mit neuen Keys am Netzwerk teil. Der Network-Server kann das auch tun. Er kann also für das Gerät oder der ist dabei auch beteiligt, der wird für das Gerät dann entsprechend einen neuen Session-Kontext erzeugen. Also das Gerät sendet den Rejoin-Request und wenn es ihm beliebt, dann kann er den akzeptieren und entsprechend die Keys austauschen. Wenn der Network-Server sagt, nö, du kannst nicht rejoinen, dann behalt doch den alten Key, dann bleibt alles beim alten an der Stelle. Auch hier haben wir genauer geguckt und nicht nur wir, sondern auch jede Menge andere Leute, LoRaWAN so im Sicherheitsbereich, sehr beliebt im Moment und haben auch da nichts gefunden, was jetzt irgendwo auf Sicherheitslücke hindeutet. Was sind typische Angriffe? Bleibt uns vielleicht noch zu klären. Hätte man vielleicht vorher sagen sollen. Typische Angriffe wären ein Angriff auf Schlüsselmaterial. Wie gesagt, ich nehme mir so einen Kasten, schließe da mein JTAG-Kabel an oder komme irgendwie anders an den Flash-Inhalt, Flash-Speicherinhalt. Da ist der Key dann drin. Was könnte man dort machen? Man könnte dort irgendwie Hardware-Security-Module irgendwie integrieren. Auch das wird inzwischen gemacht. Wie gesagt, das wollte ich mal explizit rauslassen, weil wir da vielleicht noch einen anderen Vortrag haben zu dem Thema, wie man also verhindern kann, dass jemand aus IoT-Geräten das Key-Material, was da zwangsläufig drin ist, wenn verschlüsselt wird, extrahieren kann. Verlangt dann aber auf jeden Fall einen physikalischen Zugang zu den Geräten, physischen Zugang. Ich muss das Ding erstmal 5 Minuten in die Hände bekommen, alles auslesen, dann kann ich es dem Nutzer wieder unterstecken, damit der es dann über die Luft verwendet. Also dieser Angriff ist auch nicht ganz trivial. Wenn ich es ihm einfach klaue, hat er nichts davon, dann wird er nie damit senden. Also hier irgendwo den Schlüssel auslesen und das Gerät zurückgeben und wieder in Betrieb zu nehmen, wäre dann auch entsprechend schwierig, aber vermutlich nicht unmöglich. Angriffe auf Counter und Nonces.
ja, hatte vorhin schon gesagt, also die irgendwo manipulieren. Aber jetzt beispielsweise darauf zu warten, dass der Counter wiederkommt, wenn das vernünftig implementiert ist, dann kommt der nicht wieder. Dann ist das Gerät danach quasi, wenn der Counter abgelaufen, also alle verbraucht sind, und auch da weiß ich jetzt wieder nicht aus dem Kopf, wie groß die sind, wenn die abgelaufen sind, dann muss ich das Gerät neu initialisieren, neue Keys dann ausbringen. Replay-Attacken funktionieren nicht. Profiling ist was sehr gut funktioniert. Ich habe ein Verfahren, bei dem alle Radio-Gateways, alle Stationen, die senden und entsprechend rein von der physikalischen Seite her empfangbar sind, auch empfangen, und ich bekomme dann am Application Server tatsächlich, bei The Things Network kann man sich das angucken, so ein Report, wo drin steht, ich habe von 23 Stationen, also 23 Radio Gateways, wurde diese eine mobile Station empfangen, inklusive Signal Strength Indicator, und da kann ich dann schon ziemlich genau abschätzen, wo sich das Gerät befindet, also so ein Profiling. Allein aufgrund der Feldstärken ist möglich. Viele Geräte, hatte ich vorhin gesagt, haben GPS-Empfänger mit dabei. Viele Anwendungen brauchen auch GPS-Empfänger. Wenn ich mein Auto suche, klar, dann muss ich die Position mitsenden. Das könnte dann Teil der Nutzlast sein. Dann ist es kryptografisch gesichert. Was ich natürlich nicht kryptografisch sichern kann, ist Feldstärke-Informationen. Und die kriegt dann halt jeder raus, wo sich die Station befindet. Und ich könnte dann Profiling machen. Das wahrscheinlich bei einer ausreichend hohen Dichte an Radio-Gateways durchaus im Meterbereich dann irgendwo liegen kann, oder 10, 100 Meter oder sowas genau, um dann zu wissen, wo ist diese Person jetzt. Genau, fassen wir das Ganze mal zusammen, dann bin ich auch schon mit durch. LoRaWAN scheint vernünftig in Bezug auf Sicherheit entwickelt zu sein, scheint, soweit wir wissen, soweit andere Experten gesehen haben. Es gibt jede Menge Literatur, wo Leute behaupten, da ist eine riesen Sicherheitslücke drinne. Dann haben wir mal nachgeguckt, ja, die haben dann irgendwann Quatsch gemacht oder den Standard nicht gelesen oder explizit irgendwie geschrieben, wir machen das so und so, und wenn man dann im Standard nachliest, dann sieht man, genau das und das ist verboten, so wie die das machen. Ja, also wir haben jetzt keinen gefunden, der nach genauerem Lesen einem, also wo wir sagen, die haben recht und das ist eine echte Sicherheitslücke und Finger weg von LoRaWAN. Selbst wenn LoRaWAN unsicher wäre, würde uns das ja immer noch nicht hindern, oben drüber, also über die Nutzlast selber, nochmal ein eigenes Kryptoverfahren zu machen. Dann ist uns egal, was unten drunter unsicher ist oder nicht, solange wir dann da die Einzigen sind, die die Daten lesen. Also bisher keine publizierten Sicherheitslücken bekannt. Letzte Folie, vielen Dank, und dann sind wir auch gleich unter uns und machen die Kameras aus.